Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Engineers und wir legen auch gleich los. Ich habe schon auf den G-Knopf gedrückt. Oh, jetzt noch Mütze auf. Und dann machen wir weiter. Gucken mal eine ganz kurze Runde hier rum. Ich muss jetzt mal hier ganz kurz was auszählen. Das brauche ich nämlich für unsere Station, die wir bauen. Ich habe mir da jetzt nämlich schon mal Gedanken vorab gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, jetzt zählen wir es nochmal hier oben ab. So, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, das passt schon mal hervorragend. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das passt nicht. 18. Ja. Okay. Gut, da habe ich aus Versehen was umgestellt, was ich nicht hätte umstellen darf. Ich muss noch mal. Ich muss das Spiel nochmal neu starten, sonst ist alles weg. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Und Houston, wir haben ein Problem. Irgendwie hat er mein Inventar verkleinert. Und wir haben jetzt nicht mehr 8000 wie vorher, sondern wieder nur noch 4000. Das ist ein bisschen kacke. Und vorher hatte er. Vorher hatte er auch. Ich habe mir den Satz nicht zu Ende gesprochen. Vorher hatte er auch noch alles umgestellt, dass ich bloß noch 400 Inventar hatte und deswegen steht da auch nur noch 399 Liter. Und das ist ein bisschen kacke. Gut, was fehlt ihm denn hier? Ihm fehlt alles. Eisen kann ihm nicht fehlen, da haben wir eigentlich genug von. Dies fehlt ihm. So, wir machen jetzt erstmal folgendes. Wir stellen jetzt erstmal nochmal zwei Sauerstoffflaschen her. Die finden wir hier. Oh, 20 ist ein bisschen viel. 1, 2, 3. Haben wir auch kein Nickel mehr? Doch. Und noch eine Hydrogenflasche. So, jetzt Sauerstoff. Und die können wir da natürlich nicht reinpacken. Und das Spiel hinkt ein bisschen. Ist alles ganz schön merkwürdig geworden gerade. So, einpacken, einpacken, einpacken. Und dann brauchen wir noch Stahlplatten. Das stellt er natürlich alles nicht her, weil hier. So, demontiere. 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 Muss ich auch mal ganz schön alles einstellen, damit er dann meine Obsidian. Platten hier, diese Obsidian Ingots, alle nachher automatisch zerlegt. So, wir sind jetzt bei 6, 7, demontiere, 8, demontiere und die 9, demontiere. So, jetzt stellen wir Montageanlage um. Ne, die nicht. Die 8
die auch nicht. Nehmen wir die erste. So, das hier raus. Kontrollfeld. Montageanlage. Kooperativmodus, Naniten, und die macht keinen Kooperativmodus. Und da verlange ich jetzt von dir unendlich Stahlplatten herzustellen. So, wir haben noch Sauerstoff ein bisschen. Wir hatten ja ausgezählt, wir waren bei 18. 1, 2, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25. So, jetzt ziehen wir nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, jetzt haben wir 25 mal 25. Warum, wieso? Das werdet ihr in naher Zukunft sehen. Ich meine, das ist ja die Form der Basis, also ist ja da nicht so schwierig zu erkennen. So, noch ein bisschen. So, das hier und da und da. Gut, was fehlt uns denn jetzt an Ressourcen? Ich glaube Stein, richtig? So, Kies haben wir keins mehr. Kies, Silber, Gold, Platin, Uran. Kies, Silber, Gold, Platin, Uran. Ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben. Kies, Gold, Silber, Platin, Uran, okay. So, jetzt in unsere super Rakete. Ja gut, der Vorteil war ja, dass wir hier ja einfach rein können. Oder wenn wir an der Wand stehen. So, Sauerstofftank. Gut, die sind alle voll, die sind alle voll. Sauerstoffgenerator. So, machen wir die hier mal alle rein. Und dann kann das Eis wieder rüber. Hier hin. Gut. Ausgestiegen. Helm ist ab. Jetpack ist an. Dann rein. Abgekoppelt. Losgeflogen. Wir haben noch Energie für 3 Tage. So, wir brauchen. Wir brauchen Gold, Silber, Platin, Uran. Uran. Gold. Gold, Silber. Gold, Silber. Da. Okay, jetzt mal die Koordinaten ausstellen. Oh. Kilometer. Das ist natürlich ein bisschen weit weg. So, Gold, Silber, Uran, 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 Silber, Eisen, Uran, Magnesium, so Silber, das heißt, wir brauchen noch irgendwo Gold, Uran, Gold, Silizium, da. Silber, Marble.
So, was ist denn hier nicht ganz so weit weg? Da. Gut, biegen wir da jetzt erstmal hin. Sicherheitsdämpfer aus. Und dann lassen wir ihn losfliegen. Gut, ich habe mir vorab mal überlegt, wie unsere zukünftige Basis aussehen soll. Und also unsere Weltraumbasis. Und finde, ja, wir haben da ein bisschen, natürlich nur ein bisschen was zu tun. Ich habe mir eine Skizze gemacht. Deshalb jetzt auch schon ausgezählt die Blöcke. Und werde diese dann, sobald der Bohrer fertig ist und wir ihn abkoppeln können, dann mit, ja, mit der Basis halt anfangen. Der Weltraumbasis. Vielleicht ein bisschen groß, was ich mir da überlegt habe, aber mal schauen. Ich hoffe ja, dass eventuell bald Leichengott mal zu uns stößt. Der wollte mal eine Runde mitspielen. Und das werden wir dann auch ganz tapfer in Angriff nehmen. Wir sollen nur gucken, dass es zeitlich von uns beiden so passt. Und ja, freue ich mich schon drauf. Ansonsten, morgen ist Montag. Montag habe ich ja wie bekanntlich frei. Da werde ich jetzt versuchen, da meine Freundin Montag arbeiten muss, also diesen Montag, werde ich mal versuchen, noch ein Let's Play aufzunehmen. Das ist so in meinem Gedankenspiel, in mein Ziel für Montag. Vielleicht auch schon eine ganze Woche, dass ich vielleicht jeden Tag mal eins rausschmeißen kann. Also ein zusätzliches Let's Play zu dem Let's Play, was ich hier habe, aber das wird dann quasi eine Vorabaufnahme. Das kann ich leider nicht anders bewerkstelligen. So, wir haben 4,5 Millionen Kilogramm an Masse momentan und sind das letzte Mal mit, glaube ich, das war so knapp an die 80 Millionen Kilogramm Masse rumgeflogen, das heißt, wir können ruhig ein bisschen was abbauen. Wir sind jetzt auch schon 20 Kilometer geflogen. Ich hoffe, dass der große Bohrer irgendwann bald fertig ist, dass wir mit dem dann auch springen können und dann immer schneller zu den einzelnen Asteroiden, zu den einzelnen Vorkommen hinkommen können. So in die Richtung. Das ist so der Plan. So, wir holen uns jetzt auf alle Fälle Uran, Gold, Silber, Platin und dabei fällt natürlich auch Stein mit ab. Stein ist ja das, was man hier, glaube ich, an unendlichen Massen ja bekommt. Das brauche ich aber, um Kies herzustellen. Bei Kies habe ich nicht dran gedacht, dass ich auch die Raffinerie anstellen muss. Sicherheitsdämpfer an. Wenn wir sowieso hier sind, dann können wir auch mal gleich mal dahin fliegen. Mal gucken, was das da ist. Richtung Merkur. Wir fliegen jetzt die 27.000 Kilometer Richtung Merkur. Es sieht so aus, als wenn das sich bewegt. Ich hoffe nicht, dass das Gegner sind, weil dann haben wir ein Problem. Also ich habe quasi ein Problem. Nee. Nee. So,
So, die Seitendinger, die halten nicht wirklich, sind nicht wirklich gut. So, hier haben wir Platin. Das ist ja schon mal... Dann können wir den hier auch komplett mal abgrasen. Brauche ich denn auch nichts zu markieren. Nehmen wir hier alles mit, was hier drin ist, dran ist, drum ist. Dann hat sich das hier nämlich mit dem auch schon erledigt. Aber trotzdem schön vorsichtig. So, dann ist das hier weg. Gut, dann zu dem hier hin. Mal gucken, was wir dann hier noch haben. Wenn wir jetzt hier schon Gold haben, das wäre natürlich ein Träumchen. Oder Uran. Uran, Zink, Eisen. Ja, das können wir dann hier auch gleich alles abbauen. So. Naja, Eisen fällt dann auch mit ab. Eisen ist wirklich überall. Aber gut, für die Basis brauchen wir auch grundsätzlich eine Menge Eisen. So, Zink haben wir hier auch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Zink und also jetzt hier in Massen brauchen, aber... Stein brauchen wir. Uran brauchen wir. Alter, da crasht der dagegen. Jetzt mal kurz die Ansicht wechseln. Also, guck mal gern von der Seite, wie weit man weg ist. Aber für gewiefte, geübte Base Engineers Spieler, die machen das wahrscheinlich genauso wie ich. Oder die sind einfach so pro. So, das ist weg. Wo war jetzt da. So, dann hier oben hin. Gucken wir mal, was wir hier haben. Eisen und Stein, so wie es ausschaut. Nochmal Zink, ja, dann nehmen wir den auch weg, dass uns das hier bei den Hypersprung nicht im Weg ist. So, wir brauchen noch Silber und Gold. Ja, mit dem großen Bohrer wären wir jetzt rangefahren und hätten da jetzt einfach mal kurz Schicht im Schacht gemacht. So, unsere Energie reicht noch für, ja gut, 2 Tage, 9 Tage. Das ist ja immer so ein bisschen flexibel hier bei dem Spiel. Je nachdem, wie viel Schub wir geben. Okay. So, und jetzt dahin. Also, wir brauchen noch Gold und Silber. Hier ist Silber. Gut, dann holen wir uns das Silber hier weg. Und dann können wir mal schauen. Okay, die sind wieder nicht gebootet. Also das hat auch irgendwie so ein bisschen, ist auch ein bisschen laggy hier bei dem Spiel. Manchmal geht's, manchmal nicht. Hier Licht, ne.
Dann müssten wir eigentlich alles an Silber eingesammelt haben. Machen wir es wie beim Zahnarzt, bohren noch ein bisschen hier rum. Ja, scheiß was drauf, ob wir den Zahn dann eigentlich zerstören. So. Jetzt kurz ins Inventar gucken. Wir haben AG, Stein 5,3, Uranium 520, Eisen, Uranium, Zink, ist egal. So, Silber haben wir, Platin, hier haben wir noch ein bisschen Platin. Oh, Platin haben wir ganz wenig. So, Silber haben wir, Uran haben wir auch, okay. Dann brauchen wir jetzt noch Gold. Platin. Gold und Platin. So, dann Gold. Gut anzeigen. Gold. Gold. Dann gucken wir, dass wir nicht so weit fliegen müssen. Platin, Gold, Silizium, Magnesium, Uranium, Uran. Ah, nee, das war auf der Erde. Zink, Marble, Eisen, Titan, Nickel, okay. So, jetzt mal ganz kurz hier Übersicht da, Uranium 48. Halt. Hier noch eine Markierung setzen. GPS. Neu von aktueller Position. So, wir haben Eisen, Shale, Kobalt und das war's. Silber ist eh abgetragen. So, wo waren jetzt sie hier oben? Eisen, so Gold und Silber. Dann fliegen wir da oben jetzt hin. Fliegen wir genau auf die Sonne drauf zu. Uran, Silber, Eisen, da können wir auch nochmal rein. Und wo war Platin? 16,34. Das liegt wieder Richtung Heimatstation, okay. So, wir sind hier noch 14 Kilometer weit weg. Wollen wir mal genau drauf pointen. Und die Trägheitsdämpfer wieder aus, dass wir Strom sparen oder Energie sparen. Dann reicht, können wir auch so ein Jahr lang rumfliegen. Das heißt, wir könnten jetzt den Computer anlassen, ich könnte das Let's Play anlassen. Und dann würden wir theoretisch hier so lang düsen. Ich sehe gerade, dass auf der rechten Hand noch ein... Das ist auch noch was. Ja, es sind noch relativ viele Asteroide, die wir noch gar nicht abgesucht haben. So, nehmen wir zuerst den hier unten. Da oben ist auch der Mond, okay. So, 8 Kilometer nehmen wir Uran und Silber mit. Und dann gehen wir zum Gold rüber. Da beim Gold, Eisen, Titanium. So, wir sind noch 6 Kilometer entfernt. Und die Entfernung wird immer geringer.
Da ist noch einer, den. Mal gucken, ob wir da vielleicht mal. Doch mal hier kurz einen Stop machen. Damit wir es halt einfach mit abgrasen, ja. So, Treibstoff reicht noch für 17 Stunden. Oh, das ist aber nicht mehr viel. Müssen wir nachher unbedingt noch was, wenn wir wieder bei der Basis sind, einfach umpacken. Jedenfalls muss ich dann nochmal in den, da ist auch noch was, in den Einstellungen, also nicht in den Ingame-Einstellungen, sondern hier in den komischen Doc-Files da gucken, dass ich vielleicht die Inventarwiedergröße auf 8000 kriege. 4000 ist natürlich extrem kacke. So, 13 Stunden. So, es sieht wie Gold aus. Und es ist auch Gold. So, dann mal vorsichtig ran. Und dann rein da in die das Herz hier. Dann müssen wir nach unten ein bisschen Platz schaffen, dass wir ein bisschen weiter reinfliegen können. So, Stein brauchen wir ja eh. Von daher ist das, kann uns das auch egal sein. So, gucken wir, dass wir das ganze Gold mitnehmen. Dann noch ein bisschen nach oben korrigieren. So, Gold ist hier alle. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was an dem Planeten hier, dem Asteroiden noch irgendwo haben. Nein, dann benennen wir den noch schnell um. Das ist nur ein doofer Eisenplanet, Eisenasteroid. Wie komme ich auf Planeten? Scheiß Eisen. Okay. So, jetzt noch mal kurz in das Inventar gucken. Wir haben, da Sensorkomponenten drin? So, Gold haben wir 1,5, das reicht erstmal. Uran 520, Platin. Wir brauchen jetzt noch Platin. Uran haben wir auch, okay. Also, jetzt nur noch Platin suchen. Platin, Platin, Platin. Alles überall, wo Platin steht. Machen wir mal alles aus hier. Carbon. Also, Eisen, es tut mir leid. Das Gute ist, kann ich immerhin gut auch. Ah, okay. Ich schreibe gerade mit jemandem. Also, jetzt gerade schreibe ich nicht. Also, er hat geschrieben. Deshalb. So, wir brauchen trotzdem noch Platin. So, Probus kann an sein. Nickel, Magnesium, Silizium, Mond, Merkur, Mars, Marble, Gold, Eisen, Kobalt, Nickel, Eisen, Kobalt, Eis, Eisen. Ja, wir nehmen das jetzt mal alles raus hier. Eiseisen, Eiseisen, Eiseisen.